Als ein wütender Gorilla sich weigerte, jemanden in seine Nähe zu lassen, machten sich die Mitarbeiter der Auffangstation große Sorgen. Doch als sie seine Hand untersuchten, waren sie absolut fassungslos von dem, was sie sahen. Als Bobo im Alter von nur 2 Jahren im Mafu Primate Sanctuary ankam, hatte er schon viel im Leben durchgemacht. Er war in der Wildnis geboren, wie es sich für einen jungen Gorilla gehört, doch dann wurde sein idyllisches Leben von einer Tragödie heimgesucht. Wilderer kamen und nahmen ihm seine Mutter weg. Bobo blieb als Waisenkind zurück, das noch zu jung war, um sich selbst zu versorgen. Er wurde von den Mitarbeitern einer Auffangstation gefunden, die ihn zu anderen jungen Gorillas brachten, die ähnliche Qualen durchgemacht hatten. Mit der Zeit wuchs Bobo heran und wurde bald der Alpha seines Rudels. Er wurde immer größer, kräftiger und muskulöser und stellte alle anderen Gorillas in der Station in den Schatten. Kein Wilderer hätte es je gewagt, einen Gorilla dieser Größe anzugreifen. Zum Glück liebten alle in der südafrikanischen Auffangstation Bobo, so wie sie auch jedes andere Tier auf dem Gelände liebten. In den vielen Jahren ihres Bestehens haben sie über 300 Affen gerettet und in Sicherheit gebracht. Egal, ob die Tiere wegen Wilderei untergebracht werden mussten oder wegen Verletzungen, die Auffangstation war immer bereit zu helfen. Aber es war eine Frau namens Alyssa, die das Vergnügen hatte, Bobo aufzuziehen und ihm dabei zu helfen, zu einem starken und klugen Gorilla zu werden. Alyssa wusste alles über Bobo. Weil sie so viel Zeit mit ihm verbracht hatte, kannte sie all seine kleinen Macken. Sie konnte erkennen, wenn er glücklich und zufrieden war, aber auch, wenn er wütend oder gereizt war und kurz davor stand zu explodieren. Aus diesem Grund war sie oft die Einzige, die zu ihm durchdringen konnte. Bobo und Alyssa hatten eine unglaubliche Bindung aufgebaut, fast so etwas wie eine Mutter-Sohn-Verbindung. Und selbst als Bobo wuchs und die kleine Heimleiterin zu einem Zwerg machte, liebten und respektierten sich die beiden noch immer. Mit seinen 300 Pfund und seiner unglaublichen Größe könnte man meinen, dass Bobo ein gewalttätiges Tier wäre. In der Tat war er in der Lage, den anderen Gorillas das Handwerk zu legen, wenn es sein musste. Aber in Wahrheit hatte er auch eine unglaublich sanfte Seite. Diese Seite seines Wesens zeigte er oft den anderen Affen in der Auffangstation und sogar einigen Mitarbeiterinnen. Der Anblick eines so großen Tieres, das so sanft und liebevoll ist, war immer etwas Seltenes. Aber immer, wenn andere Gorilla-Männchen versuchten, Bobo von seiner Position als Alpha-Tier der Gruppe zu verdrängen, konnte er im Handumdrehen wieder zu seiner gewalttätigen und kraftvollen Version wechseln. Zum Beispiel versuchten 2 jüngere Männchen namens Kibu und Nikaim einmal, Bobo und seine Macht herauszufordern, und es kam unweigerlich zu einem Kampf. Zwar konnten Alyssa und die Tierpfleger die 3 Tiere schließlich trennen, aber die Begegnung endete nicht gut für die beiden jungen Herausforderer und Bobo blieb fest in seiner Machtposition als Alpha. Eines Tages jedoch begann Alyssa etwas Seltsames an ihm zu bemerken. Normalerweise lief er in seinem Gehege herum, schaute sich alles an und spielte mit den verschiedenen Stimulantien, aber seit kurzem versteckte er sich im hohen Gras und blieb viel mehr für sich. Alle vom Personal bis zu den anderen Affen waren daran gewöhnt, dass Bobo kam und sich für alles interessierte, was sie taten. Aber jetzt schien er immer weniger in der Gruppe präsent zu sein, sowohl körperlich als auch geistig. Es war, als ob er abgelenkt war. Ein Verhalten, das bei Alyssa die Alarmglocken läuten ließ. Entschlossen, der Sache auf den Grund zu gehen, begann sie, Bobo im Auge zu behalten. Bald bemerkte sie, dass er sich nicht ins lange Gras begab, um sich zu verstecken, sondern um etwas zu verstecken. Er benutzte es als Versteck, ja. Gorilla sind nicht nur unglaublich stark und mächtig, sie sind auch intelligente und emotionale Tiere. Sie sind in der Lage, ihre eigenen Geheimnisse zu bewahren. Und wenn Bobo nicht wollte, dass jemand herausfindet, was er tat, dann würde sich das auf keinen Fall ändern. Es ist ja nicht so, dass irgendjemand einfach hereinspazieren und einen Blick darauf werfen könnte. Das wäre beinahe Selbstmord. Also entwickelte Alyssa einen Plan. Sie wartete, bis es Zeit war, Bobo zu füttern. Und serviert ihm dann sein Futter in seinem Käfig. Der riesige Gorilla kam fröhlich herein und setzte sich zum Essen hin, woraufhin Alyssa den Käfig hinter ihm verschloss, sodass er darin gefangen war und sie sein Gehege sicher betreten konnte. Bobo warf ihr jedoch nur einen flüchtigen Blick zu. Er schien von dem, was gerade passiert war, unbeeindruckt zu sein und interessierte sich mehr für sein Essen. Alyssa ging zum langen Gras hinüber und wartete hinein, wobei sie nach allem Ausschau hielt, was verdächtig aussah. Als sie schließlich die Stelle erreichte, zu der Bobo immer wieder ging und sich verdächtig verhielt, stellte sie zu ihrem Entsetzen fest, dass es dort nichts Ungewöhnliches gab.
Abgesehen von dem plattgedrückten Gras, auf dem er gesessen hatte, gab es dort nichts Interessantes. Das war eine Erleichterung, denn Alissa machte sich Sorgen, dass Bubu etwas in die Finger bekommen hatte, was er nicht haben sollte. Etwas, das sowohl für ihn als auch für sie gefährlich sein könnte. Was sie nicht wusste war, dass Bubu das Gras nicht benutzt hatte, um etwas zu verstecken, sondern dass er dieses geheime Etwas immer bei sich trug. Erst als Alissa bemerkte, dass er etwas in den Händen hielt und es ganz genau untersuchte, wurde ihr klar, dass sie von dem Gorilla getäuscht worden war. Sie war nun entschlossener denn je herauszufinden, was genau er da in der Hand hielt. Das Problem war nur, dass Bubu jedes Mal, wenn sie oder jemand anders versuchten, nahe genug heranzukommen, um zu sehen, was er in der Hand hielt, wütend und gereizt wurde, weglief und sich an einem ruhigeren Ort versteckte. Er schaffte ständig Abstand zwischen sich und allen anderen, die kommen wollten, um das geheime Ding zu entdecken, das er in seinen riesigen Händen versteckt hatte. Natürlich wollte niemand Bubu verärgern. Sie hatten alle gesehen, wie bösartig er werden konnte, und niemand wollte seinen Zorn erleiden. Sogar einige andere Gorillas hatten mitbekommen, dass Bubu etwas versteckte, und auch sie zeigten großes Interesse. Natürlich stieß Bubu einen Schrei aus und verjagte sie, wenn sie sich ihm auch nur nähern wollten. Es schien, als würde niemand dieses Geheimnis entschlüsseln können. Natürlich gab es immer eine Person, die etwas besser zu Bubu vordringen konnte als alle anderen, Alissa. Nach vielen gescheiterten Versuchen kam sie nahe genug heran. Was sie sah, schockierte sie und ließ sie mit offenem Mund dastehen. Es war kein Gegenstand, den er gefunden hatte und den er für sich behielt. Es war auch kein Leckerbissen, den er nicht mit anderen teilen wollte. Es war etwas völlig Unerwartetes und Ungewöhnliches. In Bubus Händen befand sich ein kleines Tier. Zuerst dachte Alissa, es sei eine Art Nagetier wie eine Maus oder eine Ratte, aber bei näherer Betrachtung mit einem Fernglas wurde die Wahrheit klar. Bei dem kleinen Tier handelte es sich um einen Galago, eine Primatenart, um die sie sich nur sehr selten kümmerten. Es muss aus dem Wald, der das Schutzgebiet umgibt, in Bubus Gehege gelangt sein. Bubu hatte es gefunden und kümmerte sich darum wie um ein Haustier. Er stupste es an, streichelte es und spielte sogar kleine Spiele mit ihm. Der Größenunterschied war unglaublich, aber der winzige Galago schien sich mit dem riesigen Gorilla, der sich um ihn kümmerte, völlig wohlzufühlen. Manchmal hüpfte er hinunter und wanderte ins lange Gras oder rannte herum, aber er kehrte immer wieder zu Bubu zurück, als ob er gerne dort wäre. Galagos jagen und fressen oft im Dunkeln und Alissa dachte, dass das kleine Tier vielleicht nachts weggehen würde, aber sie war noch überraschter, als sie herausfand, dass Bubu tatsächlich sein Futter mit ihm teilte und den winzigen Primaten selbst fütterte. Die anderen Gorillas in der Auffangstation waren genauso schockiert und interessiert wie Alissa und der Rest der Mitarbeiter, aber Bubu sorgte dafür, dass sie alle einen Sicherheitsabstand einhielten. Er mochte zwar ein großer und massiger Gorilla sein, aber es schien, dass all die Liebe, die Alissa ihm in seiner Kindheit gegeben hatte, nun auf seinen winzigen und höchst ungewöhnlichen kleinen Galago-Freund überging. Was hältst du von dieser besonderen Geschichte? Hast du schon einmal gehört, dass ein so riesiges Tier sich mit einem so kleinen und liebenswerten Wesen anfreundet? Wie immer freuen wir uns auf deine Meinung unten in den Kommentaren.